aus Thailand. Hi. Ja, heute gibt es für euch die Australien-Kosten und Ausgaben, die wir jetzt auf unserem Roadtrip in Australien hatten. Und bevor wir lange um den heißen Brei rumreden, geht's direkt los. Genau, aber noch eine kurze Info. Und zwar sind es unsere persönlichen Ausgaben. Das heißt, jeder gibt anders Geld aus. Ne, das sollte man beachten und es soll eher ja ein Anhaltspunkt sein, anstatt jetzt so eine strikte Vorgabe. Genau, es ist keine Richtlinie, nur unsere Erfahrungswerte und es geht halt definitiv günstiger und es geht aber auch viel teurer noch. Genau, und wir waren einen Monat in Australien. Ja. Gut, wir beginnen jetzt mit dem Transport und da haben wir insgesamt 2.055,86 € ausgegeben. Ein dicker Batzen auf jeden Fall. Und der Flug von Berlin nach Perth, One Way, hat uns zusammen 793,98 € gekostet. Genau, wobei da muss man sagen, das war halt kein Direktflug, der geht über Singapur, weil die Strecke ist einfach zu lang, die kann man ab Deutschland nicht komplett fliegen. Genau. Und dann haben wir halt verschiedene Transportmittel gehabt, wie zum Beispiel den Bus, da sind wir öfters mitgefahren, das waren insgesamt 16,66 €. Und einmal sind wir, glaube ich, ein Taxi gefahren. Da haben wir nämlich kein Uber bekommen. Das haben wir nämlich sonst genommen. Ja. Und das Taxi hat uns 9,46 € gekostet. Und Uber haben wir wirklich öfters genutzt, als wir von der Unterkunft zur Autovermietung gefahren sind und wieder zurück oder mal in die Stadt, wo wir das Auto noch nicht hatten. Und Uber hat uns insgesamt 44,37 € gekostet. An der Stelle auch nochmal kurz dazwischen. In Perth, wo wir halt waren, da ist es nicht so leicht wie in Melbourne oder Sydney mit den öffentlichen Verkehrsmitteln umherzukommen. Ja. Mit dem Bus, das geht noch definitiv, wobei die auch spät nachts schon nicht mehr fahren. Aber es gibt einfach nicht so eine Metrolinie oder Bahnlinie durch die City, wie halt zum Beispiel in Melbourne oder in Sydney. Genau, ja. Dann hatten wir ja einen Camper, den hatten wir aber in einer Kooperation. Das heißt, googelt einfach mal nach den Preisen. Ihr bekommt in Australien schon Camper ab 35 Dollar am Tag. Und genau, die Autoversicherung für den Camper hat uns dann aber 451,38 € gekostet. Und das Tanken war ein dicker Batzen mit 740,01 €. Ja, das ging gut ins Geld. Auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem Punkt Unterkunft, denn für unsere Unterkünfte in Australien haben wir 909,54 € ausgegeben während dem ganzen Trip. Ja, angefangen hat es in Perth mit einer Airbnb, da waren wir 4 Nächte, die hat uns 282,26 € gekostet. Am Ende vom Roadtrip, nachdem wir den Camper abgegeben haben, waren wir wieder eine Nacht in einer Airbnb. Die hat 54,85 € gekostet, die Nacht. Und zwischendrin hatten wir halt, während wir mit dem Camper unterwegs waren, Campingplätze oftmals. Die haben 572,43 € gekostet. Und die gehen so ab Nacht, pro Nacht los bei 10 € bis 40 €. Es gibt sogar noch teure Campingplätze, je nachdem, wo ihr seid im Westen von Australien. Echte Luxus-Campingplätze. Es gibt aber auch Stellplätze, wo ihr echt mal umsonst stehen könnt. Dann gibt es aber manchmal nur eine Toilette mit Glück. Und ja, ansonsten gibt es halt keinerlei Duschen. Die gibt es dann nur oder oftmals nur auf den bezahlten Campingplätzen. Aber das sind halt unsere Ausgaben und so ist es bei uns verlaufen. Genau, also viele stellen sich ja auch frei hin, aber jetzt gab es in Westaustralien ganz, ganz viele Punkte, wo wirklich Schilder standen, wo es verboten war. Und da gibt es dann auch hohe Strafen, deswegen haben wir das auch nicht gemacht. Ja, viele Leute machen das und wir haben auch ein paar Mails bekommen. Auch, warum habt ihr denn nicht öfters freigestanden? Das ist doch das pure Australien. Ja, das stimmt auch einerseits. Aber wenn da Verbotsschilder stehen, hat das ja auch Gründe. Und in Nationalparks vor allem, da gibt es richtig hohe Strafen, wenn man bei Wildcampen erwischt wird. Wir haben es nicht gemacht. Man sollte sich eigentlich auch in fremden Ländern in die Regeln halten. Wir in Deutschland hoffen ja auch, dass wenn Gäste da sind, oder Touristen, dass die sich an unsere Regeln halten und ja, so war's bei uns. So, dann kommen wir zum Punkt Lebensmittel und hier haben wir insgesamt 514,48 € ausgegeben für einen ganzen Monat. Ja. Und davon waren wir einmal essen, das war aber jetzt nicht in einem Restaurant, sondern in Perth ein Fastfood-Laden. Das waren dann 22,71 €. Und ja, sonst sind wir halt wirklich nur einkaufen gegangen im Supermarkt und das sind 491,77 € gewesen. Ja. Wir müssen dazu sagen, wir haben da ein bisschen mehr ausgegeben, uns auch öfters mal was gegönnt und vor allen Dingen auch frisches Obst oft gekauft und Gemüse und nicht nur halt
Reisnudeln. Ja, nicht nur Nudeln, ja, sag ich mal, gegessen. Das machen ja viele, vor allem so, ich sag mal, die Backpacker, die nach Australien reisen, die ernähren sich fast durchgängig von Reisnudeln, Dosen, billigen Sachen halt. Das und kann man auch machen. Es geht wirklich viel günstiger als bei uns. Es geht auch da wieder viel teurer, weil vor allem wir essen halt kein Fleisch, kein Fisch in dem Fall. Wenn ihr das esst, dann wird das eventuell noch viel teurer, weil Fleisch, Fisch, das geht gut ins Geld in Australien. Vor allem, wenn ihr mal einen Restaurantbesuch einplant, ja, definitiv sehr viel teurer wahrscheinlich, weil wir haben es wie gesagt einmal gemacht und das war nur dieser Fastfood-Laden, wo man noch nicht mehr drin essen konnte. Restaurants, die gehen richtig teuer ins Geld, also da könnt ihr auch mal schnell 40, 50 und mehr Dollar einplanen, wenn da noch dicke Steaks dazu kommen, dann auch noch eine Ecke mehr. Also ja, da geht es auch wie gesagt wieder höher und tiefer, aber das waren unsere Kosten. Genau. Und wir haben echt mal nicht gespart und haben uns auch öfters mal was gegönnt, aber das hast du glaube ich schon gesagt. Ja. Ja, für Ausflüge und Eintrittsgelder haben wir insgesamt ausgegeben 190,54 € und das gliedert sich einmal in den Nationalparkpass im Westen Australiens. Gibt es nämlich super viele, super schöne Nationalparks, die müsst ihr definitiv mitnehmen. Ihr könnt jetzt spontan da hinfahren und direkt am Eingang immer pro Tag halt Eintritt bezahlen. Das ist meistens nicht pro Person, sondern pro Auto, was dann reinfährt. Und dieser Pass kostet, wenn ihr den nehmt, 29,02 €. Der ist einfach viel besser, als wenn ihr einzeln immer für alle Nationalparks bezahlt. Das spart den Heidengeld. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel auch heute in den Park reinfahren, morgen wiederkommen, den Tag danach auch, ohne jeden Tag neu bezahlen zu müssen. Und der hat eine Menge Geld auf jeden Fall gespart. Dann hatten wir am Anfang von Perth aus die Rottnest Island Tour gemacht. Die hat für uns zusammen 146,38 € gekostet. Das ist ein stolzer Preis, muss man sagen. Eigentlich ist nur die Fähre drin und der Preis halt auf Rottnest Island. Keine Getränke die auf der... Die Fahrräder sind noch drin. Aber kein Essen, keine Getränke oder ähnliches. Das könnt ihr halt vor Ort kaufen oder könnt es im Rucksack auch mitnehmen. Alkohol ist strikt auf der Insel verboten, also da bitte drauf aufpassen. Wird eigentlich nicht kontrolliert, aber falls doch, habt ihr echt Probleme. Und ja, 146,38 € dafür. Dann haben wir den Wave Rock besucht. Der Eintritt zum Wave Rock ist kostenlos. Das ist echt eine tolle Sache. Ihr müsst nur fürs Parken bezahlen. Das hat fürs Auto 7,57 € gekostet. Ja, was dann im Prinzip der Eintritt ist, oder? Ja, irgendwie schon. Aber so genommen, wenn ihr zu Fuß von der Umgebung, wo auch immer ihr seid oder geparkt habt, hinfahrt, dann kostet es nichts. Und der Wave Rock Campingplatz in der Nähe, wenn ihr da seid, dann ist der Eintritt auch umsonst. Der ist einfach mit dem Campingplatz so genommen drin. Ist auch ein guter Tipp, wenn ihr in der Gegend ein, zwei Nächte übernachten wollt. Und dann haben wir noch einmal 7,57 € bezahlt für einen Leuchtturm. Eigentlich waren wir gar nicht auf dem Leuchtturm drauf, das hätte extra gekostet, aber das Wetter war nicht so schön, das hat sich nicht gelohnt. Aber überhaupt, dass wir zum, ich glaube, südwestlichsten Leuchtturm Australiens war es, glaube ich, hin können. Dafür mussten wir halt schon 7,57 € zusammen bezahlen. Da war dann zum Beispiel das Parken umsonst. Und ja, ansonsten gibt es super viele Sachen, die einfach kostenlos sind im Westen Australien. Also so mega hohe Kosten kommen dann nicht auf euch zu. Wir wollten zum Beispiel eigentlich noch eine Tour machen, wo wir mit Mantarochen schnorcheln. Ich glaube, die hätte zusammen 280 Dollar gekostet oder Euro. Also Tourenausflüge gehen ins Geld, definitiv gut ins Geld, wenn ihr sowas machen wollt. Wir hatten leider Pech mit dem Wetter, dass vieles einfach nicht möglich war. Aber ja, auch da habt ihr jetzt einen kleinen Anhaltspunkt. Ja, auf jeden Fall den Nationalparkpass besorgen. Definitiv. Wir hatten den in Perth im Informationscenter gekauft. Ja, genau. Ja, dann kommen wir zum Thema Internet. Da hatten wir eine Telstra SIM-Karte und die hat uns 26,53 € gekostet. Genau. Da muss man auch sagen, dass wir im Westen wirklich, ich sag mal, guten Empfang hatten. Da hatten wir im Süden damals deutlich mehr Probleme. Ja. Und da würden wir auf jeden Fall eine Telstra-Karte empfehlen. Genau, und wenn ihr auf die bezahlten Campingplätze fahrt, habt ihr eigentlich meistens das Glück, dass es WLAN gibt. Wir hatten aber wiederum das Pech, dass entweder so viele Leute auf dem Platz waren, die alle die gleiche Leitung genutzt haben, das Internet echt langsam war oftmals oder manchmal war es auch einfach nicht verfügbar. Man konnte sich einloggen, aber nichts ging. Deswegen ist die SIM-Karte auch empfehlenswert, vor allem dann, wenn ihr einfach mal im Auto liegen bleibt. Kann ja passieren, dann könnt ihr wenigstens Hilfe rufen. Wobei im Outback zum Beispiel das auch wieder nicht hilft. Da gibt es nämlich einfach gar keinen Empfang. Da müsst ihr warten, bis einer daherkommt, euch hilft oder ein Satellitentelefon dabei habt. Oder ihr schafft euch selber eins an oder mietet eins bei der Autovermietung. Das geht auch. Ja, aber ansonsten, SIM-Karte ist definitiv lohnenswert. Dann haben wir auch Wäsche gewaschen, und zwar auf den Campingplätzen, und haben da zum Beispiel insgesamt 20,81 € ausgegeben. Das war dann inklusive Waschmittel und auch manchmal den Trockner dabei. Oftmals konnten wir es dann halt auch aufhängen, aber ja nicht immer.
Und ich glaube, eine Wäsche hat ungefähr 4 Dollar oder so gekostet. Ja, so eine 4, Maschine. 5 Dollar so ungefähr. Ja, das zum Thema Wäsche waschen. Ansonsten Kosten, die angefallen sind, sind Postkarten, Fliegennetze zum Beispiel, Luftballons für Jessys Geburtstag haben wir gekauft, dann Gebühr für Geldabhebung, die fiel auch meistens an und da hatten wir insgesamt 51,63 €. Ja, Postkarten, das ging eigentlich vom Preis, ich habe gerade den genauen Preis nicht mehr im Kopf, aber es war nicht sehr teuer von Australien aus nach Deutschland zum Beispiel zu versenden. Die Fliegennetze, die wir gekauft haben, das sind diese Kopffliegennetze, die man über den Kopf ziehen kann, über die Kappe oder ähnliches, dass die Fliegen nicht überall in allen Körperöffnungen hängen, weil das ist echt ein Punkt. Kauft euch diese Netze im Westen von Australien, es gibt so ekelhaft viele Fliegen und sie fliegen wirklich in die Augen, in die Nase, in den Mund, in die Ohren, sie fliegen überall rein und teilweise so viele, also ohne diese Netze macht das ganz Spaß und die kosten auch, weiß ich nicht, 5 € umgerechnet oder 8 € pro Netz, also lohnenswerte Investition definitiv. Ja, ja. Ja, und insgesamt, wie gesagt, 51,63 € und jetzt kommen wir dann zu den Gesamtkosten von dem Trip, denn da haben wir wie viel? 3.769,39 € ausgegeben. Genau, wie gesagt, ist ein großer Batzen auf jeden Fall, es wäre günstiger gegangen, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, viele Touren gemacht hätten, viele Ausflüge, Schnorcheltouren, ähnliches, dann wäre es auch noch viel teurer gewesen. Ja, aber so habt ihr jetzt einen kleinen Eindruck, was man in Australien im Westen ausgeben kann, was anfallen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel auch noch einen schweren Geländewagen hat, sage ich mal 4x4, dann gehen die Kosten nochmal extrem höher. Wenn im Auto, so wie wir das hatten, da kann man halt die Kosten günstiger halten, ein Two-Wheel-Drive einfach. Aber ja, da müsst ihr dann genau schauen, was ihr selber wollt, was ihr für Erwartungen und Vorstellungen habt. Das sind unsere Kosten unter 4.000 €. Und wie gesagt, nur ein Anhaltspunkt und jetzt keine Vorgabe. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal in Australien wart, was ihr so ausgegeben habt. Ja, wir sind gespannt auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.